Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir uns mit ein paar sehr starken Monstern angelegt und sind fast gestorben, was mich nicht so toll gestimmt hat. Aber egal. Irgendwie schaffen wir es schon. Wir müssen immer noch durch diesen Wald, um Sapstraf zu erreichen. Und ja, ich habe ein bisschen an der Strategie hier rumgefummelt. Ja, sie soll heilen. Auf ihre KP achten, auf TP achten. Ja, heilen priorisieren, das war schon vorher da. Und mir ist noch was aufgefallen, nämlich, dass man die Positionen hier ändern kann. So kann ich dann entscheiden, wo wer steht. Und das finde ich mal gar nicht schlecht. Deswegen würde ich mal sagen, du gehst mal hier hin. Lise geht hier hin. Schön. Mila geht hier hin. Shoot geht da hin. Ja, so ist das doch gut, ne? Gucken, ob das klappt. Und ich will sie steuern. Schön. Das ist ihr Kapitel. Und Tipo fliegt noch so dazwischen. Ui. Everyone okay? Where is everybody? The smoke. What is it? My eyes. This ain't smoke. Some kind of spore, more likely. I bet these are smoke shroom spores. Once the spores get in your eyes or nose, you can't stop crying. Professor Doktor. Doesn't bother me. What a bunch of crybabies. Willst du auch meinen? Nee. Mann, schreck mich nicht so. So, wo ist das nächste? Da! Hat das wehgetan? So, komm mal her. Ich muss viel trainieren. So, wieso bleibst du bei mir? Aua. War das denn jetzt schon wieder eingesetzt? Aua. Ah. Warum setzt du manchmal den Angriff nicht ein? Und wer setzt die ganze Zeit Objekte ein? Was soll der Scheiß? Ach ja, ich habe ja eingestellt, dass Rangpunkte eingesetzt werden sollen. Ich habe ja eingestellt, dass jeder seine KP, TP auf, na, auf 25%, also unter 25% nicht fallen lassen soll. Deswegen verstehe ich nicht. Und die orangen Gummis, die werden erst ab 20% eingesetzt. Verarsch mich hier. So, er wird ein Level up. Okay. Ja, ich hätte das eigentlich besser gefunden, als alle meinen Level up hatten. So, Windschutz, dann interessiert mich nicht. Geschick. Aber jetzt interessiert es mich doch, weil ich es doch bekomme. Mehr FP. Und ja. Hier. Supi. Warte mal, mehr FP. So, was haben wir denn hier? Levelwiederherstellung. Und ich habe zwei, was? So. Na gut. Okay, da oben kommen wir nicht hin. Mein Gott, so viele Gegner. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Hier runter. Hui, kleine Elise. Okay, hier hoch.
Und die springt da voll nach oben. Schafft das auch noch. Mabo Curry. Mehr Galt. Geil. Das habe ich ja immer. Ja, die sind sogar noch vom letzten Kampf verbunden. Das ist gerade nicht der beste Moment hier, Elise zu steuern, weil die Gegner hier, die machen ja doch geil zu schaffen. Das war blöd. Aua. Vergessen mal, dass ich das auch noch ab. Ey. Mann. Gehst du weg. Hilf mir, Jude. Danke, Jude. Hallo. Okay. So kriegen wir gut ein Heilmittel, Trinken und so weiter alles. So, dann möchte ich mal gerne was essen. Für mehr Geld und Ruhm und Ehre. Und wir haben die ganze Zeit hier TP-Knappheit. Das ist irgendwie nicht gut. Absteigen. So, was haben wir hier? Oh, geil. Schwarze Hasenohren. Flott und sexy. Wirkende schwarze Hasenohren. Wer auch immer diese Ohren trägt, du bist Wachs in seinen Händen. Cool, sogar so was können wir hier finden. Ich hab so das Gefühl, wir kriegen. Was? Oh nein. Aufpassen. Boah. Achso, ich dachte. Ich glaube, man kann ganz schön viele Accessoires finden. Oder? Wenn sogar hier schon so viele gezeigt werden, gefunden werden. Also bestimmt viel mehr als in Tales of Brave. So, ich würde mal gern gucken. Ja, warte, warte, nein, ich will geheilt werden. Hilf mir, Jude. Oh nein. Oh verdammt. Hilf mir, Mila. Ich werde richtig eingesetzt. Vielleicht kann ich mit Mila irgendwie mehr. Ja, tatsächlich. Jawohl. Ja, sie ist eine viel bessere Kombination, sehe ich gerade. Angriff! Ich dachte, sie hat auch Angriffszauber. Als sie in Hammel von Geistart gesprochen haben. Aber anscheinend nicht. Oder noch nicht. Wo? Wieso bin ich nicht da hingegangen? So, wir beide verbinden uns. Die Mädels und wir. Aua. Das ist auf jeden Fall besser, wenn wir hier verbindet werden. Zack. Aua. Schon. Zack. Servo Strike. Ha. Ich verstehe manchmal echt nicht, warum der Angriff nicht ausgeführt wird manchmal. Warum hat Elise immer TP-Mangel? Was soll das? Ich glaube echt, die braucht diese Fertigkeiten. Ja, 4 TP dazu bekommen.
Ich glaube, sie braucht echt diese Fähigkeiten, womit man TP dazu bekommt. Muss ich mal drauf achten. TP kommen vor, ja, nee. Hat sie nicht. Verdammt. Eine mysteriöse Flüssigkeit. Von wo? Ich habe mich schon wieder verirrt. Von wo komme ich? Ich komme von oben, ne? Okay, ich schätze mal, da oben kommen wir irgendwie ein andermal hin. Wow! Das war nicht gut. Zack. Zack. Und nochmal. Ach, jetzt ist ein Einlauf ein. Die beiden sind eine gute Kombination. Hallo, Tico, mach's fertig. Ja, so war das, genau. Ich will eigentlich genauso viel ab, ne? Wenn eigentlich nur die Kriegsart und so verstärkt oder nicht verstärkt. Ja, schon wieder gekackt, was zum Teufel? Tipo, warum ziehst du dann keine Windel an? Hui! Ein verrotteter Knochen. So. So, von da kommen wir an irgendwann dahin, okay. Warte. Ach nee, da war ich Schatztruhe, genau. War ja was? Nee. Okay. Ja. Ich dachte. Entschuldigung. Verdammt. Ich möchte mich auch mal an einigen hier anschleichen. Das war blöd. Das war sehr blöd. Verdammt. So. Verdammt. Ja. Oh geil. Wird danach sogar noch eingesetzt. Was mache ich hier? Was soll das? Geht mal Spaß aber mit deinen TP um. Ja, sein hat sie gar nicht mehr ihre Dinge einsetzt. Was ist denn? Jetzt gar nicht mehr ihren Erdangriff ein. Muss ich ihn irgendwo anders platziert. Egal, einen Kampf schaffen wir noch. Fossilierte Muschel. So, hier war noch. Hier ist noch einer. Hi. Du stirbst jetzt. Mann. Verdammt. Jetzt haben die Dings eingesetzt. Jetzt setzt sie den Angriff ein. Ich verstehe nicht, warum sie ihn die ganze Zeit nicht einsetzt. Oh, so kurz vorm Level Up. Naja, egal. Dann war es das wieder von meiner Seite. Haben wir ja noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, okay. Ja, dann war es das von meiner Seite aus. Und wir sehen. Ich mache noch die Truhe hier auf. Hallo. Geil. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.